Ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Anlage-Idee mit der HSBC. Wir wollen heute über den deutschen Leitindex sprechen. Der hat am Freitagvormittag kräftig zugelegt. Ja, und wie Anleger jetzt von diesen Kursbewegungen beim DAX profitieren können und ja, wie üblich das eigentlich ist, dass der DAX in einer so kurzen Zeit so stark zulegt. Darüber spreche ich jetzt mit Matthias Hüppe von der HSBC. Herr Hüppe, ich starte direkt mit meiner ersten Frage. Man kennt ja diese Redewendung, politische Börsen haben kurze Beine. Bewahrheitet die sich jetzt gerade beim DAX? Ja, das wäre natürlich zu hoffen, das würden wir uns alle wünschen, dass das jetzt nur vielleicht oder dass wir jetzt bald wieder auf die alten Niveaus kommen. Aber man muss natürlich sagen, das, was wir jetzt gerade erleben, dieser Konflikt, der ist ja längst noch nicht gelöst. Und da stellt sich die Frage, wie lange das wirklich noch gehen wird. Und wir haben ja jetzt vielleicht auch mit einem Konflikt zu tun, den wir so bisher eigentlich in der Art noch nicht gesehen haben, zumindest im europäischen Raum. Also deswegen, es wäre schön, wenn sich dieses Sprichwort an der Stelle auch bewahrheiten würde. Aber es ist, glaube ich, nicht so realistisch, dass wir wirklich jetzt in Kürze wieder auf den alten Niveaus sind. Sie haben gerade den Krieg in der Ukraine angesprochen. Der hat die Anleger ja deutlich verunsichert und ja auch die Börsen unter Druck gesetzt oder zumindest auch den deutschen Leitindex. Trotzdem konnten wir beobachten, dass der DAX von Dienstag auf Mittwoch, also im Vergleich zeitweise über 1000 Punkte zugelegt hat. Ist das was öfter passiert oder ist das wirklich eher eine Besonderheit? Ja, also die 1000 Punkte, das ist wirklich eine Besonderheit, das haben wir noch nie gesehen im DAX. Also nominell in Punkten war das der größte Anstieg in der Geschichte seit 1988. Wenn wir das jetzt mal in Prozent übertragen, dann waren das 7,9% und das war nur in Anführungszeichen der fünftgrößte Anstieg. Also um 2008 in der Finanzkrise und 2020, also um 2008 hatten wir dreimal Anstiege, die prozentual noch höher waren. Und auch in 2020 hatten wir einen Anstieg nach Corona, der war auch noch mal höher. Also von daher muss man sagen, ja, in Punkten, aber wir rechnen natürlich hier in Prozent. Das ist das Entscheidende. War es nur in Anführungszeichen der fünftgrößte. Aber man muss natürlich sagen, eine wirkliche Seltenheit. Das haben wir nur in 2008 dreimal erlebt und einmal in 2020. Also so gesehen schon natürlich eine Besonderheit. Also schon in großen Krisen, einmal die Finanzkrise, dann die Corona-Krise. Jetzt muss man auch sagen, diese 1000 Punkte sind ja aus psychologischer Sicht einfach wichtig. Kann man denn von diesen Ereignissen auch schon schließen, wie es jetzt weitergehen könnte beim deutschen Leitindex in der Zukunft? Ja, das wäre schön. Also viele haben natürlich Hoffnung gewittert und sagen jetzt, dieser Anstieg, das ist ein Zeichen vom Markt. Wenn man jetzt aber natürlich mal so ein bisschen zurückblickt, und das machen wir ja ganz gerne, mal zu schauen, was war denn in den Situationen, wo wir prozentual noch mehr gewonnen haben? Ging es danach denn weiter nach oben? Und da muss man leider sagen, nein, es waren eher nach diesen Anstiegen, also nach 2008 und auch 2020, ging der Markt danach noch weiter runter. Das heißt, wir haben dann auch später noch Tiefs gesehen. Also so gesehen muss man sagen, heißt es jetzt nicht, dass dieser Anstieg die Umkehr ist, sondern zumindest rückbetrachtend, gerade in 2008 ging es dann zwar mal schnell hoch, aber danach auch wieder sukzessive runter. Von daher ist so ein bisschen der Zeithorizont das Entscheidende, sagt man jetzt auf die kurzfristige, also sind es die kurzen Beine an der Börse, die wir jetzt haben oder an der Politik, dass es jetzt schnell vorbei ist oder dauert es doch ein bisschen die Zeit. Und da sieht man schon, wir brauchen ein bisschen Zeit, bis wir wirklich dann zumindest rückbetrachtet auch wirklich wieder den Weg nach oben finden. Was bedeutet das konkret für den deutschen Aktienmarkt? Ja, also wenn man sich das jetzt mal anguckt, also ich habe es ja gesagt, in diesen Szenarien ging es danach noch weiter runter in den Fällen. Aber, und das ist das Entscheidende, gucken wir mal 12 Monate weiter. In zwölf Monaten weiter war die durchschnittliche Kursgewinn nach diesen starken Erholungen, und wobei es ja danach noch wieder runterging, bei 25%. Also das zumindest rückbetrachtend, sage ich mal so, der Silberstreif am Horizont, dass man sagen kann, ja, auf 12-Monats-Basis rückbetrachtet, war das ein guter Indikator, dass es dann irgendwann wieder nach oben dreht. Aber ich glaube, uns allen ist bewusst, es wird noch ziemlich holprig, es wird noch volatil bleiben. Das ist sicherlich nicht vorbei. Und das haben wir auch in der Vergangenheit beobachtet. Da ging es die nächsten 1 bis 3 Monate ziemlich holprig hoch und runter. Und ich denke, das ist auch kein unwahrscheinliches Szenario für den DAX. Gibt es denn trotzdem eine Möglichkeit, wie Anleger vielleicht auch im Zertifikatebereich sich beim deutschen Leitindex positionieren können? Ja, für die Anleger, die natürlich 1:1 investiert sind, ist das natürlich schon eine Achterbahnfahrt, muss man sagen. Und da sind dann vielleicht wieder Derivate in gewissem Maße ein Vorteil. Und wir haben das besonders stark gesehen bei Discount-Zertifikaten. Diese Zertifikate, die verkaufen sozusagen implizit Volatilität. Also die haben besonders gute Konditionen, wenn die Schwankungen sehr hoch sind, was wir ja zurzeit am Markt beobachten. Und entsprechend haben wir sehr starke Nachfrage nach diesen Produkten gesucht, entsprechend dann auch mit Laufzeiten bis ein Jahr und darüber, wo man einfach sagt, okay, ich weiß, dass
es jetzt gerade heftig ist. Ich versuche mit möglichst viel Discount in den Markt zu investieren und setze darauf, dass wir einfach in 4, 5, 6 oder in 12 Monaten zu einer Beruhigung kommen. Das ist so dieser Ansatz. Und diese Produkte profitieren besonders stark von der Schwankungsbreite, die wir gerade haben, also von diesen starken Schwankungen. Sie verkaufen sozusagen diese Schwankung. Und daher sind gerade Discount-Zertifikate bei institutionellen und auch bei privaten derzeit sehr beliebt. Und die spielen natürlich so ein bisschen auf dieses Szenario nicht nächste Woche, nicht in einem Monat, sondern in 6, 9 oder 12 Monaten muss es zu dieser Beruhigung kommen und wieder zu der Erholung. Herr Hüppe, wenn wir jetzt die Vorteile und die Nachteile dieser Discount-Zertifikate gegenüberstellen, was steht auf welcher Seite? Ja, also fangen wir mal erstmal mit den Nachteilen an. Ein Discount-Zertifikat gibt mir nur eine Partizipation bis zu einem sogenannten Höchstbetrag, bis zu diesem Cap. Das heißt, ich bin begrenzt in der Erholung. Ich setze jetzt nicht darauf, dass es wirklich fulminant nach oben geht, dann würde ich 1:1 investieren, sondern ich setze darauf, dass der Markt sich beruhigt. Also ich bin nicht 1:1 nach oben dabei. Dafür kann ich aber mit einem entsprechenden Puffer, also günstiger mit Discount einkaufen, und dieser Puffer ist gerade sehr hoch. Das sind die Vorteile. Nachteile muss man nochmal dazu sagen, natürlich, es gibt die Bonität des Emittenten, da sollte man drauf achten. Und ganz wichtig, man sollte sich mit diesen Produkten auskennen im Vorfeld, bevor man sie kauft, also sich hier auch schlau machen. Haben Sie da eine Plattform, wo Anleger oder Interessierte sich noch weiter einlesen können? Ja, also bei uns auf der Webseite beispielsweise, HSBC-Zertifikate, da haben wir auch E-Books dazu, da wird das alles erklärt. Und ganz ehrlich, auch wenn man Social Media guckt, also wenn man beispielsweise bei YouTube und Co. guckt und einfach mal Discount-Zertifikat eingibt, da findet man wirklich gute Influencer, die da das Produkt auch erklären. Ich glaube, da findet man sehr viele Informationen da draußen. Das muss nicht nur vom Emittenten sein, um sich über diese Produkte schlau zu machen. Also da gibt es mannigfaltige Möglichkeiten. Matthias Hüppe, vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen lieben Dank für Ihr Interesse an der Anlageidee mit der HSBC und bis zum nächsten Mal.